Hallo, grüßt euch. Der Frühling kommt und damit treiben auch die Tannen ihre neuen Triebe. Und wir machen aus den Trieben einen Tannenwipfelhonig. Wir brauchen dazu 500 Gramm Tannensud, 500 Gramm Zucker und Saft von einer halben Zitrone. Und ich werde jetzt als allererstes diese Tannenzipfel waschen, damit die kleinen Tierchen rausgehen. Und dann mache ich diese Schüssel voll mit Wasser und bedecke sie dann mit einem schweren Gegenstand, mit einem Deckel drauf, dass die alle schön unter Wasser bleiben. Ich habe sie jetzt gewaschen. Das jetzt die schwimmen oben, deshalb müssen wir was drauf tun. Es ist übrigens egal, ob er jetzt von Tannen oder von Fichten diese Zipfel nimmt. Ja, geht's um alle rein da? Ja, braven. Naja, es werden immer ein paar rumschwimmen. Das kommt jetzt für 10 bis 12 Stunden in den kühlen Keller. Die Tannenwipfel haben jetzt 10 bis 12 Stunden gezogen. Ich werde sie jetzt in den Topf umfüllen. Und circa 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Jetzt hoffe ich bloß, dass das alles da reinpasst. Dann geht es jetzt ab zum Köcheln. 30 Minuten bei mittlerer Hitze. Der Sud hat jetzt 30 Minuten geköchelt. Ihr seht, er hat die schöne Farbe verloren. Jetzt kommt der Deckel drauf und darf nochmal für 6 Stunden durchziehen. Der Sud ist jetzt 6 Stunden gestanden. Ihr seht, es ist ein bisschen milchig, die Farbe vom Grün ist weg. Ich seide es jetzt ab und wiege dann die Brühe ab. Ich mische jetzt 1 Liter von dem Tannenwasser, sag jetzt mal so, mit ein bisschen Zitronensaft. und 1 Kilo Zucker. Das Ganze lasse ich jetzt auf leiser Flamme einkochen, bis es eine sirupartige Masse gibt. So, fast schon geschafft. Also es sollte noch ein bisschen dicker sein. Soll ja Honig werden. Also lass es noch mal 1 Stunde köcheln. Köchelt jetzt ungefähr 1,5 Stunden schon. Werden wir sehen. Der Fichtenspitzenhonig ist jetzt soweit eingekocht und er ist jetzt leicht zähflüssig. Der wird, wenn er sich jetzt richtig abkühlt, noch ein wenig fester. Ich werde den jetzt umfüllen und dann kann man in Tee reintun. Man kann ihn als Hustensaft benutzen oder aufs Brot schmieren. Jeder wie er will. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Pfiat euch, Servus und Ade, eure Emma.